Und ich glaube, dass diese Situation in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich eher noch stärker eskalieren wird. Und dass wir noch nicht am Ende der Fahnenstange sind, leider. Weil die polnische Regierung eben total auf Krawall gebürstet ist und alles in Frage stellt, auf dem die Europäische Union aufgebaut ist. Genau. Also mal schauen, wie sich das entwickeln wird. Ich glaube ja, dass das gerade ziemlich so auch, also oder immer wieder in den Debatten, die ich habe, so um diese Grundfrage, was ist eigentlich das, was die Europäische Union im Innersten zusammenhält, geht, ne? Ja, liebe Leute, ich begrüße euch zu meinem neuen Podcast Hungrig auf Politik. Sarrazin kocht mit. Heute mit Terry Reinke, die wunderbare Terry nennen sie manche, andere nennen sie Frau Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Terry steht in ihrer Küche, hast du eine WG eigentlich in Brüssel, Terry? Nee, mittlerweile nicht mehr, aber ich bin, meine Freundin ist hier. Ah ja, also immerhin nicht ganz alleine. Und sie verschwendet ihre Zeit nicht mit ihrer Freundin, sondern investiert sie in Kochen. Ich weiß nicht, ob deine Freundin das nachher essen will. Wir hatten uns vorher abgesprochen, dass, weil wir eine gemeinsame Leidenschaft für Südost- und Osteuropa haben, komisch ist irgendwie bei den Kochthemen ein wiederkehrendes Ding, dass wir rohen Krautsalat aus dem Baltikum kochen. Ich mit Speck, sie ohne. Leider hat Terry aber das Rezept verwechselt. Darum werde ich rohen Krautsalat nach baltischem Rezept und sie baltischen Mohrrübensalat machen. So, mal gucken, ob uns das... Ich würde sagen, dass die Debatte relativ komplex war. Deshalb habe ich es nicht gecheckt. Genau, also schuld sind natürlich wieder die nationalen Parlamente, so wie immer. Genau, und ich habe auch schon ein bisschen was vorbereitet. Das ist eigentlich ein Gericht, was sehr schnell geht. Und das wollen wir nebenbei ein bisschen herrichten. Aber vielleicht, Terry, fangen wir mit was ganz anderem an. Vor ein paar Tagen wurde das 10-jährige Jubiläum der Istanbul-Konvention gefeiert. Und das ist ja ein Thema, was sozusagen uns auch bewegt, sowohl in Südosteuropa wie auch in Osteuropa. Was ist das denn eigentlich, die Istanbul-Konvention? Sag doch mal was dazu. Die Istanbul-Konvention ist eine Konvention nicht der Europäischen Union. Ich glaube, das verwechseln viele Leute immer wieder, sondern des Europarats zur Verhütung und Vorbeugung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Und ein sehr wichtiges Dokument. Und wie du richtigerweise gesagt hast, hat gerade ihren 10. Geburtstag gefeiert. Aber ist gerade nicht so in der besten Situation, weil die Türkei als Erstunterzeichnerstaat gerade erklärt hat, beziehungsweise Präsident Erdogan per Präsidialdekret wieder auszutreten. Und leider gibt es auch andere Länder, die damit mit dem Gedanken spielen, nach der Ratifizierung wieder auszutreten, unter anderem auch Polen. Und das ist sehr, sehr besorgniserregend, weil die Istanbul-Konvention eben ein super wichtiges Abkommen ist, um gegen geschlechtsbasierte Gewalt vorzugehen. Und ja, deswegen treibt uns das gerade sehr um. Und ich glaube ja euch auch, was das angeht, weil ihr ja mit der Umsetzung in Deutschland beschäftigt seid und es nicht so gut vorangeht, wie wir uns das eigentlich wünschen würden. Genau, wobei ich sagen muss, dass mir halt die Istanbul-Konvention noch öfter dann begegnet, wenn wir in den Erweiterungsstaaten des westlichen Balkans unterwegs sind oder auch in der restlichen Nachbarschaft, wo man dann die absurde Situation hat, dass Bosnien sie ratifiziert hat, Kroatien aber nicht und zum Teil dieselben Abgeordneten in den Parlament, also dieselben Personen in dem einen Parlament dafür und im anderen dagegen gestimmt haben. Und das natürlich auch ein Problem ist, wenn du als EU sagst, du musst die Istanbul-Konvention ratifizieren, um näher an die EU zu rücken, aber EU-Staaten sie nicht ratifizieren oder vielleicht sogar austreten wollen. Und dann immer so die Frage ist, wie kriegt man jetzt eigentlich am meisten Progress hin, indem man einfach sagt, ihr müsst das jetzt machen und fertig, oder indem man versucht, auch Strategien, die Regierungen dort vielleicht haben, um sie durchgesetzt zu kriegen, auch mitzugehen. In der Ukraine ist das zum Beispiel eine große Debatte. Da ist die Regierung Selenskyj eigentlich total willig. Aber sie haben jetzt auch so eine Proxygruppe im Parlament gegründet bekommen, die sich angeblich um die Anliegen von Familien kümmert. Und wenn man jetzt zu sehr das hochhängt beim Thema EU, dann wird halt auch wieder gesagt, weißt du, dann geht man selber an dieses, EU ist ja jetzt nicht nur über Istanbul-Konvention und LGBTI-Rights, auch, aber eben auch über Korruptionsbekämpfung, Demokratie, Umweltstandards. So, ja, und das ist so ein bisschen, ja, ich glaube, eine extrem wichtige Debatte, aber gleichzeitig auch
ja, manchmal eine Debatte, wo ich glaube, Fingerspitzengefühl auch wichtig ist, gegenüber so Ländern wie ja, der Ukraine vielleicht, für die die Debatte total wichtig ist, aber auch noch am Anfang ist. So, also ich würde jetzt den Zelensky-Jungs sagen, ihr müsst das machen, geht das an, wir werden darauf auch nicht verzichten, wollen wir auch nicht. Aber ich würde dem jetzt sozusagen nicht sagen, Recht ist ohne Debatte in der Gesellschaft durch, macht es einfach von oben top down, Frauenrechte auf dem Papier und möglichst merkt es keiner, so, sondern dass man auch versucht, die Gesellschaft mitzunehmen in der Debatte. So. Voll. Ich glaube, der Fehler, der halt gemacht worden ist in einigen Ländern, ist, dass sozusagen das so durchgeboxt worden ist und dann so Schmierkampagnen losgetreten wurden und denen wenig entgegengesetzt worden ist. Ja, da ganz lange wurde das einfach so laufen gelassen. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, da Aufklärung zu betreiben. Weil wenn man sich dann wirklich die ExpertInnen aus dem Europarat dazu einlädt, dann können die eben auch sehr viele Dinge, so nach dem Motto, das bricht unsere Verfassung oder das macht Familien kaputt oder das ist gegen das Christentum oder keine Ahnung was, können die dann ja auch wieder entkräften. Und genau, und ich glaube, was halt bei der Istanbul-Konvention total krass ist, dass eigentlich das hauptsächliche Ziel, eben die Bekämpfung von geschlechtsbasierter Gewalt und Gewalt an Frauen, dass das total verzerrt worden ist. Also dass jetzt so getan wird, dass die Istanbul-Konvention was ganz anderes soll. Und das stimmt natürlich nicht. Und das ist, glaube ich, wichtig, wieder auf so wirklich so die faktenbasierte Debatte zurückzuführen, diese Diskussion. Apropos faktenbasiert, das ist ja vielleicht ein guter Punkt, um mal zu dem zu kommen, was bei mir auf dem Tisch passiert. Also zum einen, Terry, weil ich so nicht aufpasse, sind meine Pinienkerne, die im Rezept nicht vorgesehen sind, die ich gerade ein bisschen anröste, schon relativ schwarz geworden. Aber egal. Das, so ein Problem löst man immer mit einem Schlückchen. Special Effect, ne? Ansonsten ist das tatsächlich so, also ich habe das noch nie gekocht und normalerweise versuche ich bei diesem Format immer Sachen zu machen, wo ich klug scheißen, darf man das sagen online, weiß ich nicht, kann, wie es in echt geht. Das ist jetzt der Krautsalat nach dem Rezept aus diesem wundervollen Kochbuch, was mir jemand geschenkt hat, eine ganz wunderbare Person, die echte russisch-baltische Küche von Valeska Hagen, ja, ein schönes Ding, auch schmücksam in jeder Küche, soll ich gleich klein geschnittenen Weißkohl mit kochendem Wasser übergießen. Und dann kann man entweder Öl ranmachen oder eben gewürfelten Speck. Und weil ich ja schon im letzten Podcast mit Luise Amtsberg davon geschwärmt habe, was hier ein paar Kilometer plus abwärts für ein toller Schinken gemacht wird, habe ich natürlich den Speck nicht weggelassen. Und ja, also eigentlich ist es gar nicht viel zu tun. Wir müssen gleich noch einen Apfel reiben. Terry, und dein Mohrrübensalat ist auch ein ziemlich simples Ding. Ja, also du sollst die Mohrrüben reiben übrigens. Ich weiß gerade gar nicht, was du da machst. Schneidest du Sachen oder reibst du die? Ach, du schälst die Mohrrüben. Ich schäle die erst noch. Ich dachte, sind die nicht bio, sodass du sie nicht schälen musst? Doch, die sind bio. Aber ich, ja, dachte, zu lange gezögert. Ich schäle die trotzdem. Why not? Also, ja, meine Oma hat ja für ihr Leben gerne geschält. Die hat den ganzen Tag Kartoffeln geschält. Und ich frage mich immer, also das schien für sie irgendwie so eine meditative Aufgabe zu sein. Und ich kann dem irgendwie was abgewinnen. Also jetzt in meinem Alter. Ne? Als ich jung war, habe ich das natürlich nicht gemacht. Aber jetzt mittlerweile. Deine Oma hat wo gelebt? Du bist ja aus Gelsenkirchen. Ich bin in Dortmund geboren. Ich bin auf Kohle geboren, wie du. Aber ich komme ursprünglich, also meine Wurzeln sind im Sauerland. Meine Eltern sind jobmäßig ins Ruhrgebiet migriert. Und ja, ich hatte eine sehr, ich würde mal sagen, traditionelle Oma, die sehr viel mit Kartoffelschälen beschäftigt war. Gut, also der Dortmunder würde jetzt nichts Negatives über das Sauerland sagen. Kartoffeln waren auf jeden Fall ein sehr relevanter Teil ihrer Küche. Also es gab eigentlich immer alles nur mit Kartoffeln. Und Kartoffeln sind das Allertollste und günstig und gesund und total variabel einsetzbar. Und ich glaube, das habe ich so ein bisschen mitgenommen. Ich mag sehr gerne Kartoffeln. Das passt ja auch. Ne? Naja, egal, wir wollen jetzt keine ethnischen Vorurteile gegenüber Bio-Deutschen kultivieren. Genau. Terry, aber eine Sache verbindet uns ja auch.
tatsächlich ist es so, dass ich eine der faszinierendsten Personen, die ich in meinem politischen Leben bisher getroffen habe, mit dir zusammen getroffen habe, in Senica. Erinnerst du dich daran noch? Dunkel. Das ist ja noch nicht so lange her. Also was uns verbindet, ist tatsächlich auch Bosnien und Herzegowina. Jetzt sind in den letzten Wochen ja so Papiere aufgetaucht über neue ethnische Teilungen. Wie siehst du die Entwicklung von Bosnien und vielleicht auch die Frage der Frauenrechte dort als Teilaspekt davon? Also vielleicht, um es nochmal kurz zu erklären, wir waren vor mittlerweile schon 2 Jahren, es ist doch schon relativ lange her, in Bosnien und haben uns da so ein bisschen über die Situation informiert und sind unter anderem eben auch nach Senica gefahren, weil da eine wirklich sehr, sehr coole und bahnbrechende Initiative zur Unterstützung von gewaltbetroffenen Frauen im Bosnienkrieg. Da hat es ja massive Probleme mit sexualisierter Gewalt im Einsatz als Kriegswaffe gegeben. Und das war in der Tat sehr, sehr beeindruckend, da wirklich on the ground zu sehen, was die aufgebaut haben in den letzten Jahren und auch wie viel Durchhaltevermögen die haben, auch mit so widrigen Umständen halt trotzdem einfach weiterzumachen. Genau, und ich weiß nicht, ich arbeite jetzt ja schon relativ lange zu diesem Thema. Ich habe meine Diplomarbeit über die Situation in Bosnien geschrieben und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich kann viele, gerade junge Leute, verstehen, die ziemlich gefrustet sind mit der Situation, weil es so, so eine Blockade gibt einfach seit Jahren mit diesem Dayton Agreement und eben immer wieder entlang ethnischer Spaltung agiert wird, politische Kräfte eben auch damit sozusagen probieren, politisches Kapital rauszuschlagen, und das ist einfach eine super frustrierende Situation für ganz viele Menschen, die in Bosnien leben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich immer wieder super geflasht davon bin, dass man trotz dieser schwierigen politischen Situation eben trotzdem so cool, super coole politische Initiativen da immer wieder mitbekommt, ne? Also junge Leute, die irgendwie Dinge anders machen wollen, die feministische Initiativen, queere Initiativen. Wir waren ja dann auch in dem gleichen Jahr zur ersten Pride in Sarajevo, Manuel und ich. Und das war für mich wirklich ein total nochmal hoffnungsgebender Moment, weil ich einfach dachte, es kann sich doch was nach vorne bewegen, auch obwohl die Situation so schwierig ist in Bosnien. Und man muss dazu sagen, also mein Eindruck ist, dass Bosnien das Problem nicht hat, dass man dort nicht genügend Leute trifft, die mehr drauf haben als hier. Und tatsächlich, wir haben damals ja Sabir Husic getroffen und Stefica Galic. Und tatsächlich ist meine These, dass man, wenn man solche Menschen unterstützt und sei es zum Teil auch in Anführungszeichen nur moralisch, dass man mehr verändert als mit großer Außenpolitik zum Teil. So, weil einfach Menschen selber so eine Kraft haben, aber sie eben auch responsiv sind darauf, dass sie gerade, wenn sie zu Hause es schwierig haben, auch gesehen werden. So, und dieses gesehen werden, ja, ist, glaube ich, gerade in Bosnien extrem wichtig, sowohl mit dem Engagement, den Fähigkeiten, als auch mit der jeweiligen individuellen, aber auch Gruppengeschichte. So, jetzt nicht unbedingt ethnische Gruppen, aber mit der Leidensgeschichte von den Menschen, die dort im Krieg, was immer noch so präsent ist, ja unglaublich gelitten haben und auch psychologisch ja auch unglaublich Teil dessen geworden sind. Und gerade das, was Sabir erzählt hat über die Bedeutung von sexualisierter Kriegsgewalt als Teil von psychologischer Kriegsführung, ja, hat mich extrem, also beeindruckt, im negativen Sinne natürlich, aber auch nochmal mir die Augen geöffnet, wie wichtig das Thema auch spezifisch ist, auch für sexualisierte Kriegsgewalt. Und mit Sabir, aber auch mit Stefica Galic arbeiten wir, seitdem wir sie getroffen haben, sehr eng zusammen, machen viel für sie, sind stetig in Kontakt. Und ja, das ist immer sowas, was man vielleicht gar nicht sieht, aber was ich glaube, extrem wichtig ist, dass solche Menschen nicht aufgeben. Ja, Stefica, die ja in den 90ern unglaublich viele Menschenleben gerettet hat, weil sie deutsche Bundesamt für Migrationspapiere gefälscht hat in ihrem Fotostudio, was sie mit ihrem Mann betrieben hat, um als Kroatin Menschen aus kroatischen Lagern, also bosnische Menschen aus kroatischen Lagern rauszuschmuggeln sozusagen, und die in den letzten Jahren auch stark unter Druck steht, weil sie halt einfach eine linke Socke ist, aber nicht deswegen, sondern weil halt darüber international berichtet wurde, dass sie das damals gemacht hat. So, ja, und genau, deswegen ist das, glaube ich, extrem prägend. Und gleichzeitig sehe ich halt jetzt die aktuelle Entwicklung, Debatte über das neue Wahlgesetz und so. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass gerade die EU anfängt, mit den
mit den Leuten, die sich als Führer ethnischer Gruppen bezeichnen, zu versuchen, Deals zu machen, damit man überhaupt was hinbekommt. Und ich glaube, dann ist es besser, man macht keinen Deal und geht lieber den Long Way, als dass man mit den mit Leuten wie Herrn Czovic oder Herrn Dodik ein neues Wahlgesetz verhandelt. Da kann meiner Ansicht nach nichts bei rauskommen, wenn die in the leading seat sind. Apropos nichts bei rauskommen, also meine Schinkenstücke sind so langsam, glaube ich, angelassen. Soll ich jetzt mal versuchen, das Wasser mal heiß zu machen, Terry? Ja, go for it. Ich bin hier schon am Reiben. Also ich glaube, Benny, unser Regisseur, muss uns... Salat sogar sehr viel einfacher ist als deiner. Also noch einfacher, muss man wohl sagen. Benny muss mich da mal stumm machen, glaube ich, weil ich vermute, dass das jetzt laut wird, wenn ich den Wasserkocher anstelle. Terry, aber wie viel Hintergrundgeräusch durch dieses Reiben entsteht, weil das schon... Also ich versuche es ganz sanft zu machen. Es scheint zu funktionieren. Europapolitik ist eben doch Handarbeit. Ne? Genau. Das kann ich gut, Sachen reiben. Weil man muss auf jeden Fall im Europäischen Parlament manchmal auch ein bisschen Ausdauer haben und ein bisschen länger reiben, bevor was gut wird. Bist du denn sonst eigentlich so... Ich habe ehrlich gesagt nicht anders, Manuel. Also ich habe das Gefühl, dass bei euch die Dinge nicht zwangsläufig schneller laufen als bei uns. Am besten funktioniert es, wenn man Sachen mundfertig serviert für andere Leute. Weißt du, das ist so als Koch im Hintergrund ein schönes Tellerchen und dann mundfertig servieren und dann gehen. Das funktioniert am besten. Ja, so haben wir durchaus ein paar Sachen durchgekriegt. Aber wie ist das bei dir mit Essen? Bist du eher die Köchin oder ist deine Freundin eher die Köchin? Oder habt ihr gar keine Zeit zusammen zu essen, oft weil du so viel unterwegs bist? Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass für mich diese Covid-Situation kulinarisch eigentlich total viele Dinge ermöglicht hat, die ich so vorher, also ich habe vorher nicht jeden Tag gekocht zum Beispiel und das kann ich jetzt mittlerweile, also dadurch, dass ich auch eine sehr lange Zeit ganz im Homeoffice war und eben auch gar nicht mehr so viel gereist bin, habe ich relativ viel gekocht und auch relativ viel gelernt so. Obwohl eigentlich muss ich schon sagen, ist Mel die Köchin bei uns. Weil meine Freundin kommt aus Südfrankreich sogar noch. Also hat auch. Das ist natürlich kulinarisch noch besser als Gelsenkirchen. Ich habe noch besser gesagt. Genau. Die bildet sich da auf jeden Fall ein, mir was vorauszuhaben. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß auch nicht warum. So, also mein Wasser kocht jetzt. Sollen wir das mal probieren, Benny? Benny sage ich schon. Terry, Benny ist unser Regisseur. Jetzt siehst du mich natürlich nicht im Bild hier. Ich habe hier den Wasserkocher und hier ist mein klein gehackter Kohl. Achso, vielleicht soll ich den Rest vom Kohl vorher noch reintun. Magst du denn gern osteuropäische Küche oder bist du dann tatsächlich nur die südfranzösische? Nee, ich mag ja eigentlich nur die osteuropäische. Deswegen musste ich mich an das ganze südfranzösische... Also ich würde schon sagen, so zum Beispiel die Butter-Olivenöl-Debatte zwischen uns, die ist schon sehr angeregt. Ja, weil ich halt eher so der Buttertyp bin und die ist halt eher der Olivenöl-Typ. Und dann gibt es schon häufiger Debatten darüber, wie wir bestimmte Sachen dann machen. Oder zum Beispiel dieses Thema Kartoffeln. Ich esse halt für mein Leben gern Kartoffeln. Ich esse, also es schießt mich tot, dreimal die Woche Kartoffeln. Und das ist halt nicht so Melz. Ding, ja, also da muss ich mich schon ein bisschen anpassen an einigen Stellen. Aber manche Sachen mag ich auch super gerne. Also ich esse zum Beispiel für mein Leben gerne Artischocken und das gab es bei uns zu Hause nicht früher. Das habe ich so angefangen, habe ich eigentlich erst mit Ende 20 kennengelernt als Gemüse. Ich muss ja zugeben, ich bin so eine Fraktion griechisches Olivenöl und mediterran. Wirklich? Also ich habe mit Jürgen Trittin habe ich jetzt litauischen kalten Borsch gemacht, aber eigentlich wollte ich ja mit dir auch Carbonara machen, à la Italiana. Glaubt man vielleicht gar nicht von mir, aber ich bin klar Olivenöl. Ich verkoche eigentlich nur Pfannkuchen mit Butter und dieses Bratwurstgericht, was ich dir vorgeschlagen hatte, das auch mit Butter. Aber ansonsten bin ich, vielleicht liegt es auch an meinem Nachnamen, ja, Sarrazin, alte französische Schule sozusagen. Aber es muss griechisches Olivenöl sein. Also alles andere ist meiner Ansicht nach doch das arrogante Grieche in mir. Der glaubt, nur griechisches Olivenöl sei was Vernünftiges. Also ich habe jetzt hier tatsächlich das drüber gegossen. Ich werde es mal probieren, ob das, was das jetzt gebracht hat. Also wir hätten auch was mit Olivenöl kochen können. Ich wollte mich da überhaupt nicht dagegen stellen jetzt. Wir haben ja auch 7 unterschiedliche Sorten Olivenöl, weil dadurch, dass ich jetzt mit dieser Französin zusammen bin, habe ich ja 7 unterschiedliche Sorten Olivenöl zu Hause rumstehen. Also ich habe immer 3. Also
Süd-Hamburg halt. Süderelbe, nicht Süd-Frankreich. Das ist so. Da reichen drei. Also, so viel zum Thema Bosnien. Ja? Manuel, ich wollte dich nämlich, weil du eben Sefica angesprochen hast und ihr ja auch diese parlamentarische Unterstützung für sie organisiert habt und das so hands-on irgendwie was ist, was so man dann auch direkt, konkret irgendwie umsetzen kann. Was würdest du denn sagen, so in deiner Zeit als Abgeordneter, was für dich dein größter Erfolg war? Also wo du sagst, so, das werde ich auf jeden Fall mein Leben nicht vergessen, dass ich das gemacht habe. Also in den letzten Jahren waren das schon so Sachen, dass man sich eingesetzt hat für Menschen aus der Region, aber natürlich vor allem das Polen-Denkmal. Und dass wir es hingekriegt haben, dass wir im Bundestag fraktionsübergreifend die Solidaritätssache für Belarus beschlossen haben, die sonst, glaube ich, nicht passiert wäre. Und so ein bisschen haben wir auch mitgefingert, also geholfen, dass es Visa für Belarus gibt, also für 50 Familien aus Belarus, die politisch verfolgt sind. Ansonsten hatten wir damals dieses Verfassungsgerichtsurteil im Jahr 2012 zu dem Thema Beteiligungsrechten des Bundestags in EU-Angelegenheiten, woraufhin das Gesetz neu geschrieben wurde. Ich glaube nicht, dass das viele Abgeordnete in dem Maße nutzen, wie sie müssten, so könnten, sollten. Aber das natürlich schon auch. Und dann glaube ich, also sozusagen, das ist eine allgemeine größere Bewusstsein für die Situation der Opposition gibt, der Menschenrechtsaktivisten, der demokratischen Bewegung in Osteuropa, in Russland, in der Ukraine, in Belarus, aber auch auf dem westlichen Balkan. Das sind schon, glaube ich, so Sachen, ja, die auch konkret trotz Opposition, bei uns ist das ja immer so, normalerweise kriegt man in der Opposition nichts durch, nicht wie bei euch im EP, aber ich glaube, das wären so die Sachen, die mir da am ehesten einfallen würden. Ja, die größten Erfolge. Und dann gibt es natürlich so Sachen, irgendwie, wir haben vor Jahren zusammen mit dem Kollegen Michael Roth von der SPD Geld besorgt für das Committee of Missing Persons auf Zypern. Wir haben uns mit Kollegen aus dem Haushaltsausschuss von SPD und CDU dafür eingesetzt, dass die Jesiden dieses Traumatherapieinstitut in Dohuk aufbekommen, mit deutscher Hilfe sozusagen dabei ist, aufgebaut wird. Viele so Sachen im Hintergrund haben wir schon auch gemacht. Also würdest du schon auch sagen, dass neben so dieser knallharten legislativen Arbeit für dich gerade so eine Verteidigung von MenschenrechtsaktivistInnen und Demokratie, also Leuten, die halt für Demokratie kämpfen, dass das für dich so ein zentraler Teil deiner politischen Arbeit ist? Ja, genau. Und auch, also sowohl ihnen den Mut zu geben, weiterzumachen, wie auch Resonanzkörper für sie in der deutschen Öffentlichkeit und gegenüber der deutschen Regierung und den deutschen Institutionen sozusagen zu sein. So. Und das klappt eigentlich auch ganz gut oft. Also leider nicht mit den Ergebnissen, die wir wollten, aber ich habe ja so eine Häftlingspatenschaft auch für einen politischen Gefangenen in Belarus und kommuniziere auch viel mit seiner Frau und versuche einfach ihn und auch seine Familie einfach moralisch zu unterstützen. Das könnte jeder machen, der ein Komma MdB dahinter hat, aber ich glaube, ich bin halt einer der wenigen, die das wollen, denen das so wichtig ist. Und das ist ehrlich gesagt, zum Teil finde ich das mit am wichtigsten in unserem Job. Ja, weil ich glaube, in den Händen von diesen Leuten liegt die Zukunft unserer Welt fast noch mehr als in den Händen von, also natürlich, wenn Annalena Bundeskanzlerin wird, wird die Welt morgen grün. Aber weißt du, was ich meine? So, als nicht nur eigene Jobs erkämpfen, sondern auch für Leute da zu sein, die, ja, die in ganz anderen Voraussetzungen kämpfen. Und zum Beispiel, dass IH überlebt im Knast, ist für mich ein Herzensanliegen. So, und genau. Apropos, also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so richtig ist hier. Auf jeden Fall habe ich jetzt zweimal kochendes Wasser rübergegossen, Terry. Ich finde die immer noch ziemlich roh. Aber ich mache es jetzt, die sollen ja auch roh sein wahrscheinlich. Ist ja ein roher Salat, so heißt es ja. Ich probiere das jetzt mal. Ich schütte hier mal das in diese Schüssel. Also ich bin immer noch am Reiben. Ich bin jetzt zu dem Apfel übergegangen. Genau, ich soll meinen Apfel als Kranz danach, ich soll den Apfel dann auch mit Zitronensaft und Zucker vermischen. Also ich soll jetzt erstmal hier Zitrone rüber machen und Salz, Pfeffer, eine Spur Zucker. Und die Schinkenstücke natürlich.
Der Schinken ist wirklich auch sehr zentral in deinem... Der ist einfach extrem gut. Ich muss auch zugeben, mein liebstes ukrainisches Gericht ist eigentlich Salat. Das ist einfach nur Fettspeck pur eingelegt. So, viel Zitrone. Das ist ja auch was, was man in der mediterranen Küche viel besser hinkriegt als in der Gelsenkirchener Küche. Die Pinienkerne, die ich jetzt dazu mische, sind ja eigentlich auch eine Hommage an... Also sind Bio-Pinienkerne. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob sie aus China sind. Also eigentlich natürlich mediterrane Hommage. Jetzt gucke ich mal, ob hier genügend Öl rausgekommen ist. Wollen wir noch über Polen reden, Terry, währenddessen? Wenn wir jetzt so den baltischen Salat hier gerade schon fertig machen. Also Polen ist zwar nicht direkt Baltikum, aber grenzt ja daran. Eigentlich wolltest du mir ja auch Polnischunterricht geben. Tak. Oczywiście. Weil du immer noch glaubst, ich könnte gut Polnisch. Die Legende, kannst du die Legende bitte erst nach meiner Listenaufstellung korrigieren? Ja, das Deutsche denken immer, ich kann so gut Polnisch. Und Polen denken es immer meine ersten zwei Sätze. Und dann ist leider ist ein bisschen wie mit der GroKo und ihrem Klimaschutz. Und nicht so viel dahinter. Nein, ich habe jetzt folgenden Plan. Ich halte in dieser Legislaturperiode meine erste Rede auf Französisch. Das ist schon Stress genug für mich. Und dann in der nächsten Legislaturperiode will ich dann soweit sein, auch mal was auf Polnisch im Plenum sagen zu können. Okay, da habe ich auch noch ein bisschen Zeit. Aber du gehst sicher von der Wiederwahl aus. Und wie siehst du die aktuelle Lage in Polen? Da gibt es ja so ein bisschen Stress mit der EU. Wir haben da neulich drüber geredet. Ist das so? Ist das wirklich Stress? Das sind doch nur leichte Reibereien. Sagte sie, während ich den Apfel reibe. meine Lieblingsbeschäftigung, Reibung. Nein, ich verfolge jetzt schon etwas länger die Situation in Polen. Wir haben ja jetzt glücklicherweise mittlerweile, hurray, eine polnische Kollegin im EP. Wir hatten ja zu Beginn der Legislaturperiode niemanden in der Grünen-Fraktion. Das hat sich jetzt geändert. Sylwia Sporek ist zu uns gekommen, was ziemlich cool ist. Und wir arbeiten aber immer noch zusammen zu dem Thema. Ja, und ich glaube, dass diese Situation in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich eher noch stärker eskalieren wird. Und dass wir noch nicht am Ende der Fahnenstange sind, leider. Weil die polnische Regierung eben total auf Krawall gebürstet ist und alles in Frage stellt, auf dem die Europäische Union aufgebaut ist. Genau. Also mal schauen, wie sich das entwickeln wird. Ich glaube ja, dass das gerade ziemlich so auch, also oder immer wieder in den Debatten, die ich habe, so um diese Grundfrage, was ist eigentlich das, was die Europäische Union im Innersten zusammenhält, geht. Ne? Also ist es halt am Ende doch nur die wirtschaftlichen Vorteile, die es hat, so einen Trading-Block zu haben, oder geht es auch wirklich um mehr, sowas wie Demokratie und Rechtsstaat und Grundrechte? Und das wird halt gerade sehr zentral, unter anderem auch in Polen verhandelt. Und ja, mal sehen. Und ihr? Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass falls wir in Berlin regieren, wir ein sozusagen Verhältnis zu der polnischen Regierung haben werden, das interessant sein wird. Und ich glaube, dass das Absurde ist, dass sozusagen, obwohl wir, glaube ich, die klarste und auch kompromissloseste Position bei Frage LGBTI, Frauenrechte, Rechtsstaatlichkeit haben, trotzdem es nicht gelingt, uns sozusagen als böse darzustellen, weil an anderen Stellen wir einfach so sehr im polnischen Interesse arbeiten, beispielsweise beim Frage Demokratie, Rechtsstaatlichkeit. Ich würde es gar nicht mal sagen im Interesse der Peace, sondern die Themen Nord Stream 2 beispielsweise, ja. Auch Haltung gegenüber der Ukraine sind ja was, was die polnische Opposition genauso teilt. Ja? Wo vielleicht die polnische Opposition zum Teil sogar glaubwürdiger ist als die polnische Regierung. Aber ich glaube, dass wir da tatsächlich eine Chance sind, wenn wir es schaffen, dass wir das nicht zu sehr sozusagen zulassen, dass man dann den deutschen Schullehrer rausgibt, weil dass die Polen die europäische Integration können, von den Werten her, haben sie schon ein paar Jahrzehnte vor uns bewiesen. Ja? Also ein Land, wo 10 von 40 Millionen Menschen in der Solidarność als Mitglied organisiert waren, braucht auch nicht von irgendwelchen Heinis aus Deutschland dann sozusagen schulmeisterliche Belehrungen.
aber dass man als Freund Polens und vielleicht sogar als polnischer Patriot eine andere Meinung haben kann und die auch klar ausspricht, ist schon wichtig. Ich glaube, das Zentrale ist der EuGH. Ich glaube, dass man am Ende sozusagen die Konflikte europäisch lösen sollte. Aber ich hoffe, dass wir am Ende dazu kommen, dass es eine Integration durch Recht gibt und dass der EuGH als Integrationsmotor das am Ende beantwortet. Und darum ist die aktuelle Situation, wo das polnische Verfassungsgericht vielleicht die EuGH-Rechtsprechung in Frage stellt, ein bisschen nach Vorbild des Bundesverfassungsgerichts vielleicht, so, und im allgemeinen Trend auch andere, aber so hart wie niemand anderes, schon sehr, sehr gefährlich. Und ich habe den Polen immer gesagt, don't mess, legt euch nicht an mit dem EuGH. Und ich hoffe, dass das hält. So, Terry, mein Salat ist jetzt fertig. Ich möchte mal sehen. Ich finde, der sieht schon hervorragend aus. Der sieht in der Tat hervorragend aus. Meiner ist auch gleich fertig. Ich traue mich jetzt gar nicht hin zu probieren. Meinst du, weil er so hervorragend aussieht und danach schmeckt? Ja. Nee, und weil er danach nicht mehr so aussieht. Ja, das ist manchmal das Problem, wenn man zu schönes Essen produziert, dass man es dann gar nicht mehr essen will. Und willst du noch was zu den Frauenrechten in Polen sagen und zu dem Thema Sekobiet vielleicht? Ja, also ich würde sagen, das ist natürlich Teil dessen. Und ich finde ja eine Sache total spannend. Also ich bin jetzt bereits 5 Jahren oder sogar schon 6 fast in sehr, sehr engem Kontakt mit den polnischen feministischen Aktivistinnen. Und eine Sache, die die von Anfang an nicht sozusagen problematisch fanden, ist, dass jetzt so eine Deutsche kommt und sie unterstützen will. Das fanden die total cool, ja. Und die haben gesagt, für sie ist es super wichtig, diese europäische Solidarität auch wirklich in ihren Streik und in ihre Aktionen, in ihre Demos mit einzubauen, ja. Und ich fand das super spannend damals, weil ich an einigen Stellen auch dachte, so findet ihr das, also habt ihr nicht eigentlich eher eine Ansprache an meine polnischen KollegInnen? Und die haben gesagt, nee, wir wollen auf jeden Fall das gesamteuropäisch, weil hier geht es halt am Ende auch um mehr als nur um Polen. Und genauso nehme ich das auch wahr, weil ich meine, dieser Angriff zum Beispiel auf das Abtreibungsrecht in Polen, das ist ja nicht was nur in Polen stattfindet, sondern das sehen wir eben auch in ganz vielen anderen Ländern, wo das sexuelle Selbstbestimmungsrecht in Frage gestellt wird. Und deshalb finde ich, dass es die Polinnen eigentlich gerade total stark schaffen, so ein europäisches Bewusstsein in der feministischen Bewegung herzustellen, ja. Also es gibt so viele Feministinnen aus, keine Ahnung, Schweden, Spanien, Finnland, you name it, ja, die sich auf Polen beziehen. Also das, was gerade in Polen passiert, das ist eine richtige europäische, ein richtig europäischer feministischer Impuls. Und das, glaube ich, ist was, was in der Wirkung, die das am Ende haben wird, überhaupt nicht unterschätzt werden kann. Und selbst wenn die Situation gerade scheiße ist und es ist so super beschissen, ja, aber ich muss wirklich sagen, ich habe einen riesen Respekt vor dem, was sie alles auf die Beine gestellt haben in den letzten Jahren. Ja, es sind mittlerweile 5 Jahre, die da am Ackern sind. Häufig also ich mit muss sagen, Unterstützung und mit Repression vom Staat, der Regierung. Und also es ist wirklich, wirklich krass. Ich war auch schon mehrfach auf Pride Parades in Polen. Ich halte es auch nicht für falsch. Aber der Ton macht die Musik. Und so wie du es gerade gesagt hast, es erinnert mich total an viele tolle Menschen in dem Land, die ich kenne. Ja, die sozusagen auch die europäischen Revolutionen 1989 als europäische Revolution sehen. Und genauso wird es da draus, wenn man sagt, wir engagieren uns in Polen, weil wir haben ähnliche Debatten auch bei uns. Und nicht dieser Zeigefinger, übersetzt scheiß Polen, die sind sowieso unwürdig, schmeißt sie doch raus. Und ich fahre nur hin, um mit Deutschland mal in die Presse zu kommen und mache irgendwelche schönen Zitate für die deutsche Presse, die dann Vorlagen sind, auch für die falsche Seite in Polen. So wie manche andere aus dem Europäischen Parlament ich manchmal so wahrnehme. So. Die nutzen dann den in Anführungszeichen schlechten auch nur. Aber ich glaube, der Ton macht die Musik. Aber es gibt natürlich den Punkt, du bist Europaabgeordnete. Ich als deutscher Abgeordneter habe nichts darüber zu melden, wie Polen, also ich habe eine private Meinung dazu, die sage ich auch in Gesprächen, aber ich bin nicht derjenige, der entscheidet, wie in Polen die Verfassung aussieht oder das Abtreibungsrecht. Wir wollen ja auch nicht, dass die PiS jetzt irgendwie mit der AfD vom Bundestag protestiert und versucht, das Parlament zu stürmen. Tatsächlich haben das die Nazis in Polen versucht, mit der AfD zusammenzumachen. So. Und das ist gerade in Polen halt extrem sensibel wegen der Geschichte. Und manchmal ist da die Opposition dann auch total, kommt her. Aber es geht ja auch darum, dass man auch diejenigen, die sich von rechtskatholischen Kräften mobilisieren lassen, nicht mit so einem Feindbild bedient,
was dann einfach herzustellen ist. Und so, und deswegen ist es, glaube ich, extrem wichtig, wie man das vom Ton her macht. So, ja? Voll. Ich sehe auch total diese Sensibilität. Andererseits finde ich, einen Fehler darf man auch nicht machen, das Gefühl zu geben, wenn es in Polen passiert, dann ist es okay, weil da ist so eine autoritäre Gangart halt irgendwie okay, obwohl man es in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern nicht akzeptieren würde. Ja? Und sowas zu sagen, wie dass eine Unabhängigkeit der Justiz einfach für alle gleich gelten muss und dass da polnische BürgerInnen eben nicht EU-BürgerInnen zweiter Klasse sind und da kein Recht drauf haben, das ist, glaube ich, auch immer wieder wichtig. Ja? So dieses ganz klar zu sagen, es geht hier nicht darum, irgendwem Demokratie zu erklären, sondern es geht darum, gemeinsame Grundsätze mit Leben zu füllen. Ja? Und das in den zu machen. Aber ich finde, der Standard ist, dass man sagt, es geht um europäische Rechte und um eure Verpflichtungen, die ihr als Mitglied der Europäischen Union eingeht. Die europäischen Institutionen kontrollieren das. Die Kommission sagt, das ist nicht gut so. Das unterstütze ich als Mitglied des Rates, wenn ich in der Bundesregierung bin. Und der EuGH entscheidet das, so wie auch bei uns. Der EuGH entscheidet auch Sachen, die uns nicht passen. Zum Beispiel Frauen in der Bundeswehr vor 20 Jahren. Ja, so. Überhaupt im Bereich Frauenrechte wäre ohne die EU Deutschland ungefähr so rückständig, wie es vor der EU war, sozusagen. Ja? Und ich glaube, das ist dann der Ton, dass man sozusagen die Augenhöhe herstellt und auch klar macht, ja, und dass wir uns an den EuGH halten. Und dass natürlich die Tendenz in Karlsruhe, so einen Integrationsvorbehalt zu haben, ja, das haben die sich angeguckt. Das hat erst Karlsruhe erfunden, sozusagen. Ja. Aber natürlich ist die Situation in Polen mit diesem nationalen Justizrat, der Richter entlässt, wie er will, und Disziplinarverfahren einlässt, obwohl er vom EuGH für illegal erklärt wurde, nochmal eine ganz andere Qualität, als wenn Karlsruhe mal ein bisschen rumpuppt, dass man jetzt nochmal eine Parlamentsentscheidung in irgendeinem neuen Ausschuss bei der Euro-Rettung braucht. So, ganz klar. Da möchte ich auch gar nicht sagen. Aber ich glaube, der Ton ist extrem wichtig. Voll, nein, und zum Beispiel zu dieser Frage LGBTI und so, da finde ich es halt eigentlich viel klüger, wenn man sagt, also ich finde es total normal, dass Leute hinfahren, aber um zu Demos zu gehen oder so. Aber warum sollte man nicht auch mal anbieten, hey, wir machen mal ein Gespräch, wo wir Kollegen von der jetzigen polnischen Regierung, von der polnischen Opposition, zusammen mit Aktivisten einladen. Ja, weil der Vorwurf ist ja sonst leicht, hey, ihr besucht die, ohne uns Bescheid zu sagen. Ja, nee, warum soll ich denn vorher nicht mit der PiS besprechen, dass ich dann ihre Gegner treffe? So, ist doch voll offen. Ja, ich bespreche auch mit der PiS ganz offen unsere Position zu Nord Stream 2 und weiß auch, mit wem die alles in Deutschland reden, ist auch kein Problem. So, also sozusagen den zum Teil auch ein bisschen schwieriger zu machen, aber auch einfach einen Respekt zu zeigen und sie nicht als homophob abzustempeln. So, weil das kann man sagen, ich glaube, dass die polnische Regierungspartei mit der Homophobie spielt als Kampagneninstrument, das glaube ich schon. Aber ich kenne viele Kollegen in der Partei, die nicht homophob sind beispielsweise. So, und wenn man dann so mit dem Zeigefinger sagt, ihr seid alle homophob, ist das gefundenes Fressen. So, sie eher dabei kriegen. Ja, das ist so mein Versuch. Und bei der Rechtsstaatlichkeit, Terry, ja, ich glaube, da muss der EuGH sich durchsetzen. Punkt, fertig, aus. Und wenn das nicht eingehalten wird, dann muss Strafgeld verhängt werden. Vom EuGH, nicht von der Kommission. So, und wenn sie da nicht nachkommen, dann müssen die Mittel eingefroren werden an der Stelle. So, das kann der EuGH ganz anders als dieses neue Rechtsstaatlichkeitsverfahren der Kommission. Aber ich glaube, das ist ganz klar. Das Gericht muss für seine Wirksamkeit streiten. So. Das gilt aber übrigens auch für EZB-Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts dann, ja. Also, so, das ist nicht das, was wir nur in Polen machen. Und beim Abtreibungsrecht hatten wir jetzt auch in Irland bis vor kurzem ja eine nicht wirklich befriedigende Lage, bis das in einem Volksentscheid gegen den Willen. So, und da haben wir jetzt auch nicht irgendwie jeden Tag drüber geredet, so, ja. Ich finde die Sentenz zu sagen, wir haben zu wenig über Irland geredet, deswegen reden wir jetzt mehr über Polen. Richtig, aber nicht immer nur über Polen zu reden. Das ist einfach, glaube ich, das Entscheidende. Naja, und ich finde schon, der Unterschied ist, Manuel, und das darf man auch nicht wegwischen, es hat nochmal eine weitere Verschärfung gegeben über einen rechtsstaatlich hochproblematischen Weg, den die Regierung da gegangen ist. Ja? Und ich glaube sozusagen, es geht auch bei uns, und das ist auch die Debatte nicht, dass wir jetzt irgendwie in Polen das Abtreibungsrecht schreiben wollen, aber dass dieses Verfassungsgericht nicht verfassungsmäßig zusammengesetzt worden ist und deshalb eigentlich in sich so nicht existieren dürfte und dann dieses hochproblematische Urteil
zum also zu einer weiteren Verschärfung des Abtreibungsrechts fällt, das ist ja das Argument und die Frage von, wie kann man eigentlich diese Sache wieder umdrehen und aus dieser ja völlig verfahrenen Justizreform, die jedweder rechtsstaatlicher Grundlage entbehrt, wieder rauskommen und das Land sozusagen wieder auf einem Weg bringen, um nach vorne gerichtet eine europäische Demokratie aufzubauen. Ja? Und das ist ja die Debatte, die wir führen. Und die Frage von, wie man dann, welche Rolle dann da das Abtreibungsrecht drin spielt, das ist sozusagen am Ende das, was in Polen entschieden werden muss. Ja? Du meinst letztlich das Abtreibungsrecht das erste Opfer festzulegen. Ja. Ja, ja. Ja. Ich glaube, dass die polnischen Parteien, also der EuGH muss die rechtsstaatlichen Rahmen klar machen, in einem Feld, wo die Europäisierung aber auch sehr neu ist und ohne den Brief von dem damaligen Justizminister Jobro, der die Reform vorgelegt hat, vielleicht auch nie so weit gekommen wäre. Aber dann muss in einen Prozess eingetreten werden, dass die polnischen Parteien darüber reden, weil das Problem mit der Justizreform in Polen ist, sie rückabzuwickeln, wäre nur mit denselben Verstößen gegen die Prinzipien, die wir sehen, möglich, die die Regierung bei der Einführung der Reform begangen hat. Nämlich mit einer massiven Rückabwicklung der Personalentscheidungen, die damit verbunden waren. Und damit letztlich mit einem Stil der 70er Jahre, um es mal konkreter werde ich nicht, damit es nicht verhetzt werden kann, zu verbinden. Und das ist ein Riesenproblem. Du könntest diese Reform nicht nur überwinden, nicht mal über einen, selbst wenn jetzt eine neue Regierung in Amt wäre, mit einer Mehrheit im Sejm und im Senat, würdest du eigentlich ja genau dasselbe machen, was du ihnen vorwirfst, nämlich nach Gusto Leute entlassen und neue eingestellt zu haben. Wir würden dann zwar sagen nach Qualifikation, aber das sagt die andere Seite ja auch. So, und wer bewertet das dann? Also eigentlich müsstest du eine Einsicht haben im Lager der Peace, dass dieses Thema befriedet werden muss in einem nationalen Kompromiss. So, zumal ja das Justizsystem vor der Reform meiner Ansicht nach besser war als jetzt, aber auch nicht so funktionsfähig in der Leistungsfähigkeit, wie man sich es gewünscht hätte. So. Und ich habe ehrlich gesagt, also so wie ich die Peace wahrnehme, zumindest in der Zeit, die Herr Kaczynski da agiert, ist es genau das Gegenteil, dass die Peace im Zweifelsfall noch auf dem politischen Sterbebett darum noch kämpfen würde. So, und da habe ich außer sozusagen Rahmen des europäischen Rechts, die klar sein müssen, leider auch keine Antwort. Ja, außer dass ich denke, das können wir nicht von außen, wir können die Rahmen setzen von außen, aber nicht. Nicht so ein Kompromiss oder so eine Lösung dort verhandeln. Ja, Terry. Diese Polarisierung der polnischen Gesellschaft geht ja auch über diesen Streit hinaus, ja. Und das ist ja das, was sozusagen langfristig in Polen dann auch wieder geklärt werden muss, ja. Weil ich meine, am Ende kann man einen demokratischen Staat auch nur bauen, wenn nicht um jede Frage sozusagen wenn nicht bei jeder Frage dann irgendwie gleich wieder die Existenz von Institutionen in Frage gestellt wird. Jetzt absolut. Bin ich schon am Essen und ich habe noch nicht mal meinen Salat hier präsentiert. Ja, du musst jetzt mal präsentieren. Ich habe auch die Regieanweisung auf gar keinen Fall zu essen. Sieht so schmackhaft aus wie deine, aber vielleicht schmeckt er ja dann besser. Aber sind keine Kartoffeln drin. Das hätten wir natürlich noch. Nächstes Mal machen wir einen Kartoffelsalat. Ich hätte nämlich Kartoffeln noch dazu machen sollen, weil ich glaube, das ist eigentlich ein Salat, der gerne mit Kartoffeln gegessen wird. Der sehr gerne mit Kartoffeln gegessen wird. Also meiner schmeckt sehr gut. Ich darf den auch nochmal hier so präsentieren. Wundervoll. Ja, aber noch ein bisschen mehr Zitrone und vor allem der Speck ist natürlich gut. Also vielleicht mag ich es auch nur. Terry, vielen Dank, dass du dabei warst. Und vielen Dank, dass du eingeladen wurde. Wenn diese Pandemie vorbei ist, koche ich mal real für dich. Auf jeden Fall. Guten Appetit. A bientôt. Merci. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję.